Moin Moin und ein herzliches Hallo hier zu einem weiteren Video von meiner Person. Ja, ich würde sagen, wir fahren erstmal das Intro ab und dann geht's ab. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Um was geht es im heutigen Video? Und zwar Pen and Paper. Ich hoffe, ich habe das in der richtigen Reihe. Also, wenn nicht, dann stellt euch anderes vor, andersrum einmal vorgespiegelt. Ja, was ist ein Pen and Paper? Im Prinzip ist es wie ein Computerspiel, nur dass man es analog benutzt. Sprich, man hat keinen Fernseher dabei, keinen Controller, sondern man steuert seinen Charakter in dieser fiktiven Spielwelt durch die Aussagen, die man trifft. Ob man in die nächste Taverne geht, also Kneipe, oder ob man jemanden auf der Straße seinen Geldbeutel versucht zapzerab zu machen. Alles möglich. Aber was ist DSA überhaupt? Pen Paper haben wir ja gerade schon. So groß und ganzen, klar, das ist natürlich ein riesiger Kosmos. Das passt alles gar nicht in dieses Video rein, dann wird das Video über ein paar Stunden gehen. Deswegen fasse ich mich ganz kurz und knapp zusammen. Also seht's mir bitte nach, dass ich hier nicht alles groß erklären kann. Ja, was braucht man? Nee, Moment. Zurück. Blub. Ich weiß, das war lächerlich. Oh. Ja, was ist DSA? DSA ist die Kurzform für das schwarze Auge. Es ist eine Fantasy-Mittelalter-Welt, die sich auch Aventurin nennt. Also der Content, wo es sich anspielt, ist Aventurin. Ich würde jetzt ganz gerne eine Karte zeigen. Hab nur gerade keine da. Ich weiß auch gar nicht, wo meine ganzen Karten rumliegen. Ich habe die ganze Bude auf den Kopf gestellt, ich habe sie jetzt nicht gefunden. Ansonsten blende sie ich euch da mal ein. So, also das ist Aventurien gewesen. Dort hat man so ziemlich alles Mögliche, was es an Kulturen, an Rassen, also es gibt Goblins, Orks, normale Menschen, Elfen, Zwerge, Torvaler, aka Wikinger. Also eigentlich sind das Wikinger, sie heißen nur in diesem Spiel Torvaler. Es gibt Magier, es gibt ganz, ganz viel. Alleine die ganzen Professionen, also Berufungen, die es gibt, inklusive Rassen, umfasst, glaube ich, ich habe 4. Edition die Regelwerke gehabt, gut, ich habe es immer noch, umfasst 3 oder 4 Bücher. Und das ist schon einiges. Ich selber habe immer meist nach der 3. Edition gespielt, von daher konnte man diese Regelwerke meistens so, was die Regeln betrifft, an die Seite legen und benutzen. Nur halt die Charaktererschaffung, die Charakterbögen sehen komplett anders aus. Es gibt alleine schon ein einziges Buch nur für die Hauptwaffen, die es gibt. Also es gibt Schwerter, Schilde, Bögen, Stöcke, Äxte, Speere, Hellebarden. So, was braucht man alles jetzt für eine Runde? Erstmal einen erfahrenen Meister, also jemand, der die Regeln kennt, der das Spiel leitet, der das Abenteuer gestaltet und praktisch jeden Nicht-Spieler-Charakter verkörpert. Er treibt die Handlung Er treibt die Handlung voran, erklärt den Spielern, was sie sehen, was sie hören, was sie riechen, was sie schmecken, etc., etc., etc. Er ist das Sprachrohr der Welt, könnte man auch so gesehen sagen. Und dann halt die Spieler. Meistens besteht eine Gruppe aus, wie gesagt, einem Spielleiter oder auch Meister genannt und 2 bis 3 Mitspieler. Falls man eine neue Gruppe gründen möchte mit unerfahrenen Spielern, ist es immer ratsam, einen erfahrenen Spieler auch dabei zu haben, der halt die Neulinge so ein bisschen mit an der Hand nimmt. War bei mir damals genauso. Fand ich auch recht cool. So, was braucht man noch? Man braucht Würfel und wenn möglich einen Würfelbecher. Klar, man braucht einen Charakterbogen. Wird meistens vom Meister ausgehändigt. Oder es wird gerade einer fotokopiert. Man darf die Charakterbögen sogar vom Hersteller aus für den Gebrauch fotokopieren. Steht unten über auf den Charakterblättern drauf. Das ist Gott sei Dank gut, weil die Dinger kosten Heidengeld.
Und man radiert öfters mal drauf rum, weil wegen Aufstufen und Werte steigern. Oder man kriegt eine neue Waffe, die alte Waffe geht kaputt. Bla 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 bla. So, was bräuchte man noch außer auch eine Menge Fantasie? Man braucht Würfel. Die habe ich extra hier in diesem Würfelbeutel, weil es sonst bei mir umgeht. Also man kennt ja vom Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht, die klassischen sechsseitigen Würfel, also die W6er. Ich habe jetzt hier einen, da stehen Zahlen drauf. Ne, also klar, man kann auch die mit Punkten nehmen. Das ist komplett irrelevant. Nur ich finde diese hier schöner und man kann auch wenigstens sagen, ich habe einen 9 gewürfelt. Dann braucht man noch einen sogenannten W20, einen 20-seitigen Würfel. Die gibt es auch in allen Formen und Farben und hat man nicht gesehen. Dort muss man allerdings aufpassen. Wusste ich auch ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, noch nicht. Da habe ich auch einfach die Würfel, die ich damals von Magic the Gathering gekriegt habe. Da hat der Meister gesagt, die darfst du nicht nehmen, die sind illegal, außer du nimmst halt, in Absprache natürlich mit dem Meister, einen Würfelbecher. Weil die gegenüberliegenden Seiten bei einem W6er betragen die jedes Mal 7. Könnt ihr ja mal gucken, die gegenüberliegende Seite und die andere gegenüberliegende Seite geben immer 7. Die 5 und die 2, die 1 und die 6, die 3 und die 4. Wir liegen immer gegenüber. Müsst ihr mal drauf achten, ist wirklich so. Bei einem W20 ist es die 21. Die 20 liegt der 1 gegenüber, die 19 der 2, etc. etc. So, und bei diesen sogenannten illegalen Würfeln, mit einer speziellen Würfeltechnik kann man nämlich immer so in etwa hoch oder niedrig würfeln. Bei DSA ist es meist vorteilhaft, wenn man niedriger würfelt. Bei Dungeons & Dragons ist es genau andersrum. Eine 20 ist da das Beste. Gut, ich habe Dungeons & Dragons nie wirklich gespielt. Ich weiß nur, eine 20 ist gut, eine 1 ist scheiße. Beim Schwarzen Auge ist es genau andersrum. Eine 1 ist super und eine 20 ist ein kritischer Misserfolg, ein sogenannter Patzer. Also, hier ist einmal ein illegaler Würfel. Hier kann man auch ganz gut erkennen. Da steht 1, 2, 3, 4, 5. Das sind eigentlich für Life Points. Bei Magic the Gathering, klar, die 1 und die 20, das ist in diesem Fall hier dieses Editionssymbol, liegen sich natürlich gegenüber. Das heißt, die 19, wo ist es, da, halten wir mal so Finger drauf, müsste dann der 2 gegenüber liegen, liegt aber die 5 gegenüber. Von daher ist so ein Würfel illegal. Außer halt der Meister sagt, okay, benutzen Würfelbecher, dann ist das vollkommen legitim. Das hier zum Beispiel ist ein legaler Würfel. Man sieht auch direkt, die Zahlen sind vollkommen durcheinander. Hier 20 und da schon die 2. Hier sehen wir, ist doch eine 2, oder? Ja, ist die 2. Einmal Finger drauf. Und genau gegenüber ist die 19. Hier haben wir die 3. Und genau gegenüber ist die 18. Wenn das der Fall ist, ist es ein legaler Würfel. Dann könnt ihr auch ganz normal den in die Hand nehmen und würfeln. Oder auch einen Würfelbecher. Das kann jeder halten, wie er gerne möchte. Ja, damit hat man an sich schon mal alles da, was man für eine gute Runde braucht. Gut, man braucht natürlich auch einen Zettel und einen Stift, falls man sich Notizen machen möchte. Dann gibt es noch für Magier, gibt es dann noch extra spezielle Bögen in Sachen Zaubersprüche und so weiter. Und das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Die habe ich damals auch noch von DNA führen lassen. Kommen wir jetzt mal zu den Charakterbögen. Ich habe jetzt einfach mal einen. Der ist noch nicht ausgefüllt, weil ich hatte welche einfach so, falls ich mal neue Spieler habe und die möchten ganz gerne einen Charakter spielen, habe ich einfach irgendwelche Anime-Bilder mit drauf gedruckt. So sieht der Bogen von vorne aus, in dieser formschönen Klarsichtfolie. Und das ist die Rückseite. Das sind die kompletten Talente, die es gibt. Also wie man hier oben sieht, standardgemäß Name, also wie soll der Charakter heißen. Der Typus, was ist er? Ist er ein Mittelländer, also aus dem Kaiserreich? Ist er ein Torwall, also Wikinger? Ist er ein Ork? Ein Goblin? Da sollte man allerdings, weil das exotische Rassen sind, sollte man das mit dem Meister absprechen, weil ich glaube, wenn man gerade eine Kampagne durchzieht, so World of Warcraft-mäßig, die Allianz gegen die Horde, macht es wenig Sinn, auch bei der Allianz das Abenteuer stattfinden zu lassen und einer spielt einen Ork. Ein bisschen schwierig, ne? Also das sollte schon. Ich weiß noch, wir hatten damals einen, der wollte unbedingt einen Attentäter spielen. Hat der Gruppenleiter gesagt, nein, ist nicht gruppentauglich, bringt nichts. So, dann der Geburtsort, kann man sich halt einen aussuchen, was halt auch passend ist. Also ich glaube nicht, dass ein Torwaller zum Beispiel aus der Wüste kommt. Das wäre ein bisschen unpassig, weil die bis dahin nicht vorgedrungen sind. Die sind oben im Norden. So, der Geburtstag, kann man machen, muss man aber nicht zwingend. Das Geschlecht, wichtig.
Und richtig, die Größe, das Gewicht, die Haarfarbe, Augenfarbe macht man für gewöhnlich trotzdem, auch wenn hier ein Bild drauf ist. Ich glaube, ich habe irgendein Fanart von Assassin's Creed einfach drauf gedruckt. So, Hauptsache Bild. Weil es kann sich nicht jeder jeden Charakter sofort instant merken und da hat man nur viel mehr Schreiberei. Klar, ob man Geschwister hat, für den Meister interessant, falls er eine Kampagne damit vorhat oder halt besondere NPCs von diesem Charakter halt hereinbringen möchte. Klar, die Gottheit, welcher Gottheit gehört er an? Es gibt insgesamt 12 Hauptgötter. Den 13. Gott sollte man sich nicht reinschreiben, weil der ist böse. Ich sag 13. Gott und schon wird das Bild unscharf. Oh, ist creepy. Creepy. Und in der gesamten Lore erklärt sich auch warum, nur wenn ich jetzt auch noch die Lore erkläre. Boah. Ich habe über den 13. verbotenen Gott geredet. Jetzt ist er da. Ich habe ihn beschworen. Toll. Jetzt geht die Welt unter. Also es gibt, wie gesagt, 12 Hauptgötter. Es gibt noch Halbgötter. Also da gibt es auch ein ganzes Buch drüber. Das ist, glaube ich, so dick. Nur über die Götterheiten. Und Halbgötter, wie man den Opferritual, es gibt ja auch Geweihte, also spezielle Priester, mal kommen sie gut in Europa und mal weniger, es gibt Gottheiten, wo die sich denken, ja, scheiße, so einen will man nicht dabei haben. Ja, Stand der Eltern, auch relativ wichtig, ist man adlig, kommt man aus der Gosse, also arm, oder ist man ein Waisenkind und sowas, das ist alles für einen Meister zum, wie formuliere ich es jetzt, zum Integrieren des Charakters in das Abenteuer ist das wichtig. Weil wenn ich hier drin statt Waisenkind lebt in der Gosse und sowas, der wird wohl kaum auf einem kaiserlichen Ball anzutreffen sein. Muss der Spielleiter halt wissen. Ob er einen Titel hat und den Familienstand, ist ja auch wichtig. Hat die Person eine Frau, einen Mann, Kinder, man weiß es nicht. Ein Fahrrad? Ach nee, Fahrräder gab es damals noch nicht. So, damit haben wir schon mal das hier oben abgefrühstückt. Jetzt kommt noch der ganze Rest. So, wir haben natürlich hier diese Haupttalente. Aus Mut, Klugheit, Intuition, Charisma, Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Körperkraft. Mit der vierten Edition kam noch Konstitution dazu. Aber da wir nach der dritten Edition gespielt haben, haben wir Konstitution meist nie genutzt. Nein, ich habe es nie genutzt, also... Also, das sind 2, 4, 6, 7. Zur Charaktererschaffung würfelt man dann mit einem W6er. Einmal mehr als hier vorne draufsteht. Also, wir haben 7, also würfeln wir 8 mal und nehmen das Ergebnis hier von plus 7. Zumindest wurde es mir so beigebracht. Ob es wirklich so ist, mit der vierten Edition muss es ausgerechnet werden und sowas. Viel Rechnerei bei der Edition. Ja, und dann trägt man sich das ein. Je höher die Zahl, natürlich maximal 13, schlechteste 8. Guckt man dann halt, wie man sich das eintragen möchte. Dieser Charakter hier sollte sowas wie ein Dieb werden oder Gaukler, kann man ja auch machen. Können wir auch ganz gerne mal zulangen. Ja, da gibt es mehr als genügend. Da wäre es zum Beispiel auch ganz gut, wenn man jetzt Gewandtheit, Klugheit, Mut, na klar, Mut weiß jeder, Klugheit weiß man, was man ist, Intuition, ob man schnell auf die Sachen reagiert oder ob man aufmerksamer ist, etc. Charisma ist klar, die äußerliche Ausstrahlung, Fingerfertigkeit. Der Hulk wird wohl keinen Schiffsknoten, wie nennt man, Seefahrerknoten, nicht so gut hinkriegen wie jemand, der halt bessere Fingerfertigkeit hat. Ein Troll zum Beispiel würde auch nicht häkeln können. Klar, die Gewandtheit, braucht glaube ich auch nicht erklären, halt die Gewandtheit, Schnelligkeit. Und Körperkraft natürlich, Hulk. So, dann gibt es noch die Negativtalente. Da ist es besser, je niedriger der Wert ist, dann nimmt man auch einen W6 und ich meine plus 1. Ich meine plus 1. Ganz genau bin ich mir da jetzt auch nicht mehr sicher. Es gibt den Aberglauben. Halt, wenn da irgendeiner Magie wirkt und einer saumäßig abergläubisch, dann denkt er sich auch, boah, Gottes Werk. Oder irgendwie sowas. Höhenangst, muss ich glaube ich nicht erklären. Raumangst, ja, das ist Klaustrophobie. Totenangst, klar, vor Wiedergängern und sowas. Es gibt in der Welt des Schwarzen Auges Zombies und Mumien und Ersoffene. Dann gibt es die Neugier. Wenn man einen hohen Wert hat, das wird vom Spielleiter sehr gerne ausgenutzt. Glaub mir. Goldgier. Zwerge haben eine sehr hohe Goldgier, genau wie Söldner.
und Jähzorn, halt, ob man schnell zur Weißglut ist. Dann haben wir die klassische Lebensenergie, kennt man, glaube ich, auch aus Computerspielen, der Lebensbalken. Die Ausdauer, Astralenergie für Magier oder Elfen oder Geoden oder sonstiges, auf jeden Fall für die Zauberei. Karma-Energie haben wir nie genutzt. Also zumindest nicht so, wie es sollte. Wir haben das so gemacht mit, mach was Unehrenhaftes und dein Karma wird irgendwann zurückschlagen. So haben wir es genutzt. Ob es offiziell so ist, weiß ich nicht. Haben wir nie genutzt. Magieresistenz ist, falls jetzt zum Beispiel eine Illusion auf jemanden gewirkt wird, ob man einen Beherrschungszauber abbekommt, dass die Sinne betäubt werden und sowas, ob man da vielleicht eine gewisse Resistenz gegen hat, auch bei Schadenszaubern, ob man da so ein bisschen was von abhalten kann. AP sind die Abenteuer, also die Erfahrungspunkte, könnte man sagen. Und ST ist die Stufe. Das levelt, man levelt. Dann kann man noch eingetragen, Vermögen, mitgeführte Items, normale Notizen, die Waffen, die Fernkampfwaffen. Wo es ja auch wieder darum geht, es gibt einmal den normalen Schaden. Ich meine, ein Schwert macht 1W+4 Schaden. Je höher natürlich die Körperkraft ist, ab einem bestimmten Wert macht das Schwert natürlich mehr Schaden, weil man mit mehr Wucht zuschlägt. Ist ein Unterschied, ob jetzt ein Deadpool mit dem Schwert zuschlägt oder ein Hulk. Obwohl, im Zweifel machen wir einen tödlichen Angriff. Ne, aber, sag mal, mit dem Hammer. Wenn ich mit dem Hammer gegen eine Wand haue, ist eine Delle drin. Wenn ein Hulk dagegen haut oder ein Hulk Hogan oder sowas, dann ist da ein Loch drin. Oder ein Brock Lesnar. Fernkampfwaffen das gleiche. Nur halt, dass es da noch auf die Entfernung drauf ankommt. Je näher der Gegner dran steht und es einen Treffer gibt, macht es natürlich mehr Schaden, als wenn der jetzt 100 Meter weit weg ist. Weil so ein Pfeil, der fliegt natürlich nicht so schnell, wie er geschossen wird am Ende. Weil der geht ja auch weiter runter und nimmt ein bisschen Geschwindigkeit ab. Dann gibt es halt noch die typischen Rüstungen. Der Rüstungsschutz, das Gewicht kann eingetragen werden. Also blende ich hier auch nochmal ein. Ihr könnt natürlich auch gerne pausieren, um es euch in Ruhe durchzulesen. BE ist eine Behinderung, wie zum Beispiel in einer Ritterrüstung lässt sich scheiße schwimmen. Gut, bei der Probe schwimmen wird dann einfach die komplette BE, also die Behinderung, mal 2 genommen, also für die Waffen und die Rüstung, und das wird dann auf die Probe erschwert und das kann dann verdammt widerlich werden. Es gibt Schilde, es gibt die Patzer-Tabelle, ist, wenn man eine 20 würfelt, würfelt man danach mit 2W6 an und je nachdem, was das ergibt, passiert was Blödes. Würfelt man 2 Einsen, also eine 2, ist zum Beispiel die Waffe oder das Schild zerstört. Das kann zum Beispiel sein, ich pariere deinen Schlag. Würfelst eine 20, also einen Patzer und dann 2 Einsen. Dann kann der Meister sagen, okay, du bekommst keinen Schaden, aber der Schlag ist so wuchtig, dass dein Schild in 1000 Teile zersplittert, dann ist es kaputt. Kann beim Angriff genauso, das liegt dann am besten, wie er es umschreiben möchte. 2 bis 5 ist ein Sturz. In den Regelwerken steht nochmal genau drin, was das auch für Nachfolgen hat, auch für den Kampf und sowas. Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr so alles aus dem Kopf. Dann gibt es Stolpern, das ist 6 bis 8. 9 bis 10 ist selbstverletzt. 11 ist Waffe verloren. Und 12 ist selbst schwer verletzt. Also das macht ein bisschen mehr Aua. Waffe verloren ist natürlich ganz blöd. Dann wird einem die Waffe als Beispiel aus der Hand geschlagen. Und man will zuschlagen, schwingt nach hinten und einem rutscht das Schwert aus der Hand. So, fuck, oh. Wenn man einen sadistischen Meister hat, fliegt das Schwert dann nach hinten und trifft einen anderen. Dann gibt es natürlich noch die Basiswerte, Attacke, Parade, Basiswert. Das muss ausgerechnet werden. Die Rechnungen stehen alle hier unten drunter. Also wird man ganz gut an der Hand genommen. Klar, dann gibt es natürlich die Kampftalente. Raufen, Boxen. Klar, Raufen ist ganz normal aufeinander. Eindreschen, Boxen. Also ist schon mehr disziplinierter Boxkampf. Hurusat ist so eine ähnliche Art wie Capoeira. Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also man kann es mit Capoeira vergleichen. Dann gibt es Ringen. Müsste, glaube ich, auch keinem. Ja, und der Rest sind halt Äxte, Messer, Kettenwaffen, Peitsche, Scharfhiebwaffen, Stumpfhiebwaffen, Schwerter, Stäbe. Bäh. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, wenn es recht ist, ne? Es gibt natürlich dann noch körperliche Attribute, wie zum Beispiel die Akrobatik, wenn man jetzt einen Salto machen möchte und sowas. Oder das Reiten, Schleichen,
Ich meine das Reiten zu Pferd oder Kamel, je nachdem, wo man unterwegs ist. Sich verstecken, tanzen, zechen, also gluck, 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 gluck. Ist ja körperlich, kann man trainieren. Dann gibt es gesellschaftliche Attribute, wie zum Beispiel Etikette. Kann man sich bei Hof zu Tisch gut benehmen oder benimmt man sich, greift man zur falschen Gabel? Kommt natürlich darauf an, wie man da würfelt. Man würfelt dreimal. Versucht natürlich immer unter seine Werte zu kommen, das hätte ich wahrscheinlich davor sagen sollen. Nehmen wir doch mal das Etikette als Beispiel. Das ist Klugheit, Charisma, Gewandtheit. Klar, Klugheit, man muss ja wissen, was man macht. Charisma, man muss ja charismatisch auch rüberkommen dabei, von daher macht Sinn. Und ja, Gewandtheit, ob man es halt, ich kann mir so vorstellen, ob es im angemessenen Tempo ist oder ob man die Schüssel ansetzt und dom, 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 dom. Das wäre zum Beispiel richtig blöd. Da gibt es auch Patzer drin, die kann man auch ganz beschissen ausgleichen, nämlich gar nicht, wenn da einmal ein kritischer Misserfolg drin ist. Also im schlimmsten Falle bei Etikette, man würfelt 3 20er und man isst nicht mit Messer und Gabel, man frisst praktisch wie ein Schwein. Mit den Händen und rülpst und pupst am Tisch rum, während ein König 100 Meter weiter sitzt oder ein Baron. Muss man, glaube ich, nicht so sagen, oder? Dann gibt es natürlich noch das Handeln, also das Feilschen. Lügen, Schätzen, das sind halt die gesellschaftlichen Attribute. Es gibt Naturtalente, wie zum Beispiel Tierkunde, Wildnisleben, ist umfasst zum Beispiel, wie man Feuer macht und sowas. Das haben die später in der Edition alles aufgebröselt mit Feuer machen und sowas. Deswegen, da muss man die ganzen Proben selber eintragen. Weil ich glaube, würden die alle auf dem Buch stehen, wären das 3 Blätter. Ja, Pflanzenkunde, Fische angeln, Fährtensuche, Fallen stellen. So, dann gibt es die Wissenstalente, wie zum Beispiel die Alchemie. Müssten vielen da draußen ein Begriff sein. Götter und Kulte, Magiekunde, Lesen, Schreiben. Ist nicht unbedingt selbstverständlich in der Welt des schwarzen Auges. Das kann nicht jeder lesen und schreiben. Wie gesagt, es ist wie im Mittelalter. Stellt euch einfach wie Game of Thrones vor. Und ja, in DSA gibt es auch Drachen. Mir ist Gott sei Dank noch keiner über welche laufen. Gott sei Dank. Weil der hätte einmal... lecker. Die Rechtskunde, also anwaltsmäßig, Staatskunst, Sternkunde, für Seefahrer Sternkunde sehr, sehr wichtig. Und halt Geschichte, Geografie, also ne, das, was man halt hier oben drin hat. Dann gibt es die handwerklichen Talente, wie zum Beispiel Boote fahren oder Heilkunde, ob es jetzt Gifte, Krankheiten oder Wunden sind, die Holzbearbeitung, Kochen, Singen, ja, singen, weil das kann man auch als Beruf machen. Schlösser knacken, Taschendiebstahl, Töpfern. Töpfer braucht man, hat man nie gebraucht. Und dann gibt es die intuitiven Begabungen. Ich glaube, ich muss sich keinem erklären. Ich glaube, jeder weiß, was intuitive Begabungen sind. Wie zum Beispiel die Sinnesschärfe. Ob man sich jetzt so fokussiert, dass man besser was hört und sowas. Oder der Gefahreninstinkt. Glücksspiel gibt es auch. Nicht einmal bei denen, da steht wirklich Glücksspiel. Das steht da. Oder Stimmen imitieren, ob man das halt gut kann. Dann gibt es natürlich noch Berufsfähigkeiten, speziell, ich weiß, es gibt auch Tätowierer und sowas. Gibt es wirklich als Profession? Da kann man dann Tätowieren eintragen und dann halt die Probe. Da gibt es auch ein ganzes Buch zu diesen ganzen Proben und klar, Sprachen und alte Sprachen. Das, was bei uns Deutsch, Englisch, Französisch ist, alte Sprachen wäre als Beispiel Latein. Was die Dings Mayas gesprochen haben, ist auch eine alte Sprache. Ja, und wenn man das dann alles ausgefüllt hat, dann entweder der Spielleiter hat sich selbst ein Abenteuer ausgedacht, hat das zu Papier gebracht oder hat es im Kopf oder auf dem Laptop, Tablet etc. Kann er das natürlich auch machen. Es gibt auch genügend Gratis-Dinger im Internet. Die sind sogar relativ gut geschrieben, habe ich auch schon welche von gespielt. Teilweise gut, teilweise schlecht. Und es gibt natürlich auch die offiziellen Abenteuerbücher. Die spielt man meistens nur einmal. Was ich schade finde, die Dinger sind nämlich schweineteuer. Also das Buch hier, ne, so dick, paar Seiten drin, hat zum Beispiel 13,78 gekostet. Euro. D-Mark-Preis 26,95. Hier steht noch D-Mark drauf. Das hier ist zum Beispiel Sumus Blut. Ist für eine Gruppe von
DSA-Gruppenmannschaft für 3 bis 5. Also ein Meister, zwei Spieler oder ein Meister, vier Spieler. Zwei Meister gibt es. Das, nein. Helden der Erfahrungsstufe 7 bis 12. Also schon für relativ erfahrene Helden. Man kann es natürlich auch abschwächen. Da müsste man halt nur die Gegner an den Werten ein wenig herunterzwirbeln. In so einem Abenteuerbuch stehen natürlich eine Produktfeedback-Karte ist da auch drin. Natürlich gibt es hier hinten stehen immer die ganzen Gegnerkreaturen drin. Halt zum schneller nachglotzen. Personen, Hauptfiguren, Nebenfiguren, welche halt auftauchen. Was haben wir hier? Zauberkreaturen. Das Bestial, die dann noch einen Anhang. Hier geht zum Beispiel geht's um Lykanthropie. So. Steht halt hier drin, was ist, wenn man von einem Lykaner gebissen wird oder sich damit infiziert auf gut Deutsch, wie es voranschreitet und sowas muss ja auch sein. Welche Artefakte auftauchen. So, was war das hier? Achso, das waren nochmal die Personen mit Beweggründen, Aussehen nochmal komplett beschrieben und. Und natürlich, ich habe jetzt einfach eine random Dings. Das Schwarze ist mal das, was der Meister vorliest, also das, was die Spieler wissen dürfen, inklusive hier ein kleiner Plan, eine kleine Aufzeichnung. Was grau hinterlegt ist, ist meistens irgendwelches Trivia, also Hintergrundwissen. Ich nehme das mit dem schwarzen Balken nochmal zurück. Und das sind Meisterinformationen. Das Schwarze mit schwarzen Balken sind immer Informationen, die der Meister hat, die Spieler nicht haben sollen oder dürfen. Dann gibt es natürlich noch Passagen, die vorgelesen werden. Ich gucke gerade, ob ich gerade schnell eine finde. Ja, hier steht zum Beispiel, Meisterinformationen, lassen Sie die Helden, die sich in der Nähe von Walpurga und ihren Kindern aufhalten, Sinneschärfeprobe um 5 erschwert. Würfeln. Mindestens einen sollte die folgende Szene auffallen, sodass er mit Hilfe seiner Freunde eingreifen kann. Dann gibt es hier die allgemeine Information, das ist das, was man vorlesen kann. Oder falls der Meister diesen Text auswendig schon kennt, wird es ja auch geben, kann er ihn halt schnell zusammenfassen oder halt direkt vorlesen. Vorausgesetzt, der Meister kann gut vorlesen. Das sollte man können. Weil wenn man für, ich sag jetzt mal, einen Satz 5 Anläufe braucht, ist das für das Voranschreiten des Abenteuers nicht so sonderlich hilfreich. Und aus eigener Erfahrung, ich habe mich ja immer in diese Szene hineinversetzt, ich habe mir das immer sehr, sehr bildlich vorgestellt, wie die ganze Szenerie aussieht. Und wenn dann der Spielleiter was vorliest und permanent sich verhaspelt und über seine eigenen Wörter stolpert, dann puff, ist man raus aus dem Spiel. Das macht dann auch keinen Spaß. Ja, das war so ein ganz, ganz minimaler Grundexkurs in die Welt des Schwarzen Auges. Also wirklich ganz, ganz minimal. Wie gesagt, es ist ein riesiger Kosmos. Wir können hier noch stundenlang über jede einzelne Gottheit lamentieren. Über die Regionen, über die Völker, Waffen, etc., etc. Das kann man... Ich könnte für jede Woche ein Video machen und ich wäre am Ende des Jahres immer noch nicht fertig. Aber da mein Kanal ja kein reiner Pen-Paper-Kanal ist, empfehle ich euch mal den Kanal Orkenspalter TV. Der heißt so. Die sind ein relativ sehr, sehr guter Pen-Paper-Kanal. Die machen nicht nur das Schwarze Auge, sondern auch Dungeons & Dragons, Shadowrun. Und ich glaube, von Herr der Ringe gibt es auch ein Pen-Paper, Star Wars und sowas. Auch zum LARPen, also Live-Action-Role-Playing-Games. Die Leute, die sich verkleiden mit Gummischwertern durch die Gegend laufen. Soll jetzt nicht abwerten klingen, habe ich selber gemacht. Macht Spaß. Ne, da werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel fündig. Lasst ihn ein bisschen Liebe von mir da. Oder richtet sie ihn aus. Ich bin jetzt erstmal raus. Verabschiede mich. Und sage auf Wiedergeschaut.